Ja, hi Leute, jetzt bin ich wieder mal hier, wie halt immer. Euer Mr. Bergveteran ist wieder hier, oder zumindest bin ich ja ich selber. Und heute wollte ich euch zeigen, wie ich einen Abschleppwagen baue. Dafür braucht ihr Kohleblöcke, Steinschalter, schwarz gefärbte Glasblöcke, schwarz gefärbte Glasscheiben. Ich nehme dann die hellgraue Wolle dazu. Dann braucht ihr, je nachdem, wie ihr es bauen wollt, mit welchem Holz oder Farbe. Ich nehme den Schwarzzeichenzaun, weil der einfach relativ dunkel und schwarz ist. Gefällt mir am besten. Dann, was braucht ihr eigentlich jetzt noch großartig? Ihr braucht eigentlich, also ihr braucht, genau, das habe ich vergessen, natürlich für den Boden Steinstufen. Für den Auspuff mache ich bei Lastwagen relativ oft. Was ist denn das? Endstab. Wo ist denn der? Ah, da ist er. Nee. Da, Pflastersteinmauern. Okay, legen wir los. Also ihr baut einfach irgendwo einen Block hin, einen Kohleblock natürlich, für die Räder. Lässt einen Block dazwischen frei, baut noch einen, lasst dann 2, 3, 4 Blöcke dazwischen aus und baut das gleiche hinten auch nochmal. Nur mit dem Unterschied. Boah, jetzt kommt es wieder, jetzt die ganzen Nachrichten hier auf Snapchat. Nee, um das geht's jetzt nicht. 4 Blöcke Abstand, dann baut ihr das gleiche wie vorne und dann nochmal einen Abstand und baut genau nochmal das. Dann sieht das Ganze mal so aus. Dann nehmt ihr die Steinstufen und füllt hier mal von vorne bis hinten alles voll. Und baut bei den letzten Rädern, also vorne und hinten, jeweils eine Reihe an Steinstufen drüber, sodass das Ganze jetzt mal so aussieht. So, okay. Dann geht es eigentlich eh schon los mit der Fahrerkabine. Die ist nicht sonderlich schwer. Jetzt baut ihr einfach mal sowas, baut ihr mir jetzt nach. Ihr baut einfach 4 Blöcke so, 3 Blöcke so und lässt hier diese 2 Löcher aus. Vorne kommt dann, habe ich vergessen, ihr braucht einen Steinblock. Vorne kommt dann ein Steinblock rein. So wie hier. Am hinteren Ende, was ihr hier so gebaut habt. Also Richtung zurück zu den hinteren Reifen, macht ihr an den Ecken jeweils einen Block darüber, füllt das Ganze dann mal so mit Glas. Einfach mal so einen runden Kreis mit Glas machen, wo diese Ecken hier aus hellgrauer Wolle sind. Dann könnt ihr das ganze Dach zumachen und entweder ihr lasst das Dach jetzt so oder ihr macht ein Panoramadach, also so ein Schiebedach. Dann geht's weiter. Ihr könnt mit den Steinschaltern hier Lichter machen, also ich mache das. Und oben natürlich auch. Dann sieht das mal so aus. Unten links und rechts Lichter. Oben links, rechts Lichter. Dann, wenn ihr wollt, könnt ihr noch. Das ist aber jetzt nicht verpflichtend oder so. Was mache ich weg? Ich mache den Steinblock weg. Könnt ihr praktisch nicht für ein Blaulicht, aber für so eine Rundumleuchte, Redstone-Fackeln nehmen. Die könnt ihr vorne platzieren, so. Oder auch hinten. Aber halt nicht in der Mitte. Ich finde es in der Mitte nicht so schön. Hinten oder vorne, ich lasse das jetzt da hinten. Dann baut ihr vorne bei den Glasblöcken, also bei der vorderen Reihe, links und rechts Spiegel ran. Das sieht dann so aus. So, jetzt brauche ich Quarzstufen. Jetzt bauen wir das so. Am hinteren Ende der Kabine baut ihr links und rechts so einen Quarzblock hin. Dahinter macht ihr eine Reihe Quarztreppen und darüber auch eine Reihe Quarztreppen. Dann sieht das mal so hier aus. Dann brauche ich aber jetzt nochmal Steinstufen. Boah, jetzt hab ich was vergessen dazu zu sagen, Leute. Tut mir leid. Ich habe den Auspuff nicht gemacht. Ich habe gerade nachgedacht. Der muss natürlich noch hinter die Kabine, der Auspuff hier. Also auf beiden Seiten natürlich, weil das viel besser aussieht. So, und dann kommt das mit dem Quarzblock und mit den Treppen. So, okay. Dann Schwarzzeichenzaun, den ich vorher hatte. Und Steinstufe. Jetzt kommt hinten dieser Kran hier. Der ist natürlich ganz wichtig für so ein Abschleppauto. Habe ich den jetzt eh nicht zu weit? Nee, nee, eins zu weit nach hinten gebaut jetzt. Hier müssen wir anfangen. Und jetzt baut ihr den einfach
immer Zweierzäune und immer einen Zaun darüber setzen, über den anderen wieder. Also ihr versteht jetzt, wie ich meine, oder? So schräg hochbauen das Ganze. Das könnt ihr jetzt machen, so solange ihr, also so wie es euch gefällt. Mir persönlich gefällt es, wenn es nicht zu weit geht. Ihr könnt es natürlich auch mit anderen Sachen machen, zum Beispiel hier mit diesen mit diesem Pflastersteinmauern könnt ihr es natürlich auch machen. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt, also ich mache das jetzt, natürlich ein Seil ranmachen. Das ist für mich jetzt einfach dieses Eisengitter hier. Ist für mich das Seil. Und da wird halt dann das Auto befestigt oder der Lastwagen etc. Und das war eigentlich jetzt schon der ganze Zauber von diesem Abschleppwagen. Der ist nicht besonders schwer. Was? Der ist nicht besonders schwer zu bauen, sagen wir so. So, nochmal Zusammenfassung. Unten das Fahrwerk gebaut, war nicht besonders schwer. Die Kabine ist eine Standardkabine, die ich relativ oft baue. Dann hinten der Auspuff. Dann diese kleine Treppe hier. Und dann geht es eigentlich eh schon weiter mit den Schwarzzeichenzaunen für den Arm hier raus. Dann ist das ganze Teil fertig. Ihr könnt natürlich noch Schilder ran machen. Kennzeichen praktisch. Einmal Abschleppwagen und so, was man halt draufschreiben will. Und somit ist das Ganze fertig. Wie gefällt es euch? Lasst mir vielleicht ein Feedback da. Würde mich sehr freuen. Und wenn es euch gefallen hat oder generell meine Videos euch gefallen, lasst mir vielleicht ein Like oder ein Abo da. Würde mich freuen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Minecraft-Spielen, beim Nachbauen etc. Und sage hiermit zum nächsten Mal, Leute. Servus.